Glenn Miller war ein Perfektionist in Bezug auf Arrangements. Als erfolgreichster amerikanischer Jazz-Posaunist, Bandleader, Komponist und Arrangeur hat er die Musikwelt des 20. Jahrhunderts revolutioniert. Auch wenn Glenn Miller bereits früh verstorben ist, leben seine Arrangements ewig weiter, unter anderem in Form des Glenn Miller Orchesters unter der Leitung von Will Salden. Swing ist ein Rhythmus, wobei man mit muss. Das Big Band Orchester unter Salden durfte 1985 eine grandiose Eröffnungstournee in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und Italien feiern. 1986 folgte die erste Österreich-Tournee. Es ist eigentlich eine Mischung von Holländer und deutschen Musikern. Und ich weiß nicht, heute Abend, so erzähle ich das nicht, aber es wird halb sein, was die Besetzung ausmacht. Aber wir haben eine Besetzung, die ständig mit uns schon ewig lang dabei ist. Die Posaunisten, die sind die vier, die sind zusammen 100 Jahre mit dabei, denke ich. Das spricht für Qualität. Das war seinerzeit meine zweite Langspielplatte, 1964, die ich mir gekauft habe. Dieser Sound, der eben durch die Kriegszeit geprägt worden ist und auch durch diese Militärkapellen, das ist der unvergleichliche Sound. Das ist der Glenn Miller Sound, ja. Glenn Miller höre ja generell sehr oft zu Hause und heute das erste Mal live. Es ist ein sehr beschwingter Sound, wo man abschalten kann und vor allem wir werden an unsere Jugendzeit erinnert, wo wir ganz, ganz gerne zu Glenn Miller getanzt haben. Man ist beschwingter, man ist befreiter, es macht einfach glücklich. Das Glenn Miller Orchester ist eine Formation, das die Originalbesetzung wieder aufleben lässt und perfekt den Originalsound wiedergibt.